Willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja Leute, Kapitel 3 hat begonnen und uns tun sich hier immer mehr neue Wege auf, die sich so zudem nochmal verzweigen. Wir haben schon recht viel erkundet und steht noch das hier und der Gang hier unten offen. Den Rest haben wir beim letzten Mal schon abgeklappert und ja, nebenbei auch noch sehr interessante Sachen über die herumirrende Mutter mit ihrer Tochter erfahren. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Die Tür ist fest verschlossen. Sieht aus, als wäre es derselbe Ort. Wenn er es ist, ist Yu da drin. Heißt, wir müssen irgendwie da reinkommen und irgendwie... Ja, diese Versiegelung hier wegkriegen. Aber noch sagt nichts dazu. Noch... Ja, haben wir da wohl keine Option. Also weiter umgucken. Hört ihr dieses leise Singen? Auf dem Foto sieht man irgendwas. Eine alte Puppe ist an der Tür aufgespießt. Die Tür ist fest verschlossen. Das Lied, das man hört, kommt wohl von hier drinnen. Von der Tür strömt offenbar ein mächtiger Geist aus. Das Schlaflied. Gleich mal die Notizen durchgehen. Kinderstimmen hörte ich singen, jenseits der roten Türe, tief im Inneren des Hauses. Ein Schlaflied, begleitet von Hammerschlägen und in einem seltsamen Dialekt gesungen, den ich nicht kenne. Gut. Dies verriegelt. Ja, solche Türen, die scheinbar von so einer Puppe versiegelt sind, von denen ein starker Geist ausgeht. Sowas hatten wir auch schon mal. Heißt, wir müssen jetzt einen anderen Ort wiederfinden. Und ich habe mich jetzt total übersehen. Das war schon peinlich. Ach, verdammt. Komm her, Kollege. Nicht so weit wegtaumeln hier. Zu früh, zu früh, zu früh. Der macht gut Schaden. Ei. Ich denke mal, für dich ist es an der Zeit, den Film auszurüsten und vielleicht nochmal eine Kräutermedizin zu schlürfen, oder? Ja. Erwischt. Ah, verdammt, der taumelt so weit zurück, ey. Der ist ganz schwer zu treffen hier. Aber gut. Das war zu früh. Daneben. Zählt bitte noch. Welch hübsches Gesicht. Gut. Warte mal, konnte man in dem Teil nicht? Na, irgendwie konnte man, glaube ich, hier doch den Film direkt so... Ja, genau. Mit dem Steuerkreuz kann man den Filmtyp auch hier so direkt in der Kamerasicht durchswitchen. Eigentlich ganz praktisch, ne?
So. Gut, dann bleiben wir bei dem Film. Und ja. Gehen mal zu den anderen Orten, wo wir noch nicht erkundet haben. Sind ja nicht mehr so viele. Und halt da oben. Ich glaube, da oben waren wir auch noch nicht. Verdammt. Da habe ich jetzt gezögert. Fest verschlossen. Aber nichts eingraviert. Das heißt, die Tür wird irgendwann auf andere Art aufgehen. Da gibt's keinen Schlüssel. Okay. Wohin jetzt? Ich denke mal, hier sind wir nicht verkehrt und dann nur mal schnell in die richtige Richtung abbiegen. Da, links bei der Projektor. Genau. Dann müssen wir hier lang. So, und mir fällt gerade noch ein Fleck ein, den wir uns noch nicht näher angeschaut haben. Aber gut, dazu gleich mehr. Erstmal gucken, was da hinten so noch war. Noch eine Tür. Noch ein Gang. Aber das sieht sehr nach Sackgasse aus. Ja, die ist versiegelt. Regelrecht zugeklebt. Und wie sieht's hier aus? Da ist also auch nicht besser. Gut, dann können wir das jetzt schon mal abhaken. So. Gut, für die, wo das Spiel verfolgt haben, also das Projekt hier bisher, habt ihr noch eine Idee, was für einen Ort ich noch meine, wo wir noch nicht waren? Ja, ist doch ganz klar. Wir waren noch nie da oben. Da dürfte es eigentlich auch nicht weitergehen. Da dürfte nur eine verschlossene Tür oder so sein. Ah, wieder eine Gravur. Die Glockenblume ist hier eingraviert. Gut. Ja, die Leiter habe ich bisher ignoriert, weil ich mich noch an die Tür da erinnern konnte. In dem Raum waren wir schon in Kapitel 1, in der alten Feuerstelle. Allerdings, ja, wollte ich da halt erstmal die Story in Gang bringen und habe den Raum deswegen, also die Leiter bisher ignoriert. Ja, ich denke mal, da habt ihr nichts verpasst, oder? So, dann jetzt da hoch. Genau, und hier hat ja dann die ganze, ich sag mal, Quest mit der irrenden Mutter begonnen. Ah, man hört hier wieder Geräusche. Genau. Das wiederum heißt, dass jetzt wohl hier wieder jemand ist. Na, darf ich da jetzt mal durchgucken? Hallo. Das Siegel ist gebrochen. Wozu macht man so einen großen leeren Zwischenraum? Und wie kann man da überhaupt rein? Ist ja nicht so, als ob es hier irgendwo rundrum, ja, einen Zugang in der Wand gäbe oder so? Oder habt ihr sowas
irgendwo schon mal gesehen. Da ist auch nichts. Wurden da die Mädchen von oben irgendwie reingeworfen oder? Hm. Na gut. Egal. Nö, da ist nix. So. Jetzt können wir eigentlich den ganzen Weg wieder zurückmarschieren. Das Siegel ist gebrochen. Wir können diesen Raum betreten. Komme ich hier irgendwo runter? Nö, natürlich nicht. Ist zwar nur eine kleine Stufe hier, aber nö. Und dann will hier die wirkliche Stufe. Ich meine, hey, da, das wird mir doch mal runtersteigen können, oder? Na gut, lassen wir Ray ihren Willen. Oder ist er hinten höher? Nö, nicht wirklich. So. Mach auf die Tür, mach auf sie weit. Oh. Wow, wow, wow. Was bist du für eine Lady? Oh ja. Oh ja, da kommt gerade Erinnerung hoch. Die war schlimm. Und war sehr anhänglich, vor allem bei den Angriffen. Habt ihr gesehen, wie sehr es einem nachgeht hier? Bah. So, gucken wir welche Richtung, welche Richtung. Erwischt. Bah. Zu nah, Lady. Zu nah. Ich habe keine Lust, mit dir zu kuscheln. Gehen wir so eine drauf. Das ist nicht so viel Schaden, aber in dem Meer natürlich, ne? Immer schön in der Wand verstecken. Ja, das macht ihr gern hier. Oh, zum Glück habe ich ja meinen Kamerasucher. Der mir sagt, ob du noch da bist. Das wurde geblendet. Gut, von der Seite. Da, da, da. Habe ich gerade gesehen, wie du im Schrank verschwunden bist. Und noch einmal. Das war schon ein Geist der stärkeren Sorte. Die kämmende Frau. Welch liebliches Gesicht. Okay. Die Uhr hat geschlagen. Geht mir dennoch was? Das Glas der Uhr und das Ziffernblatt sind kaputt. Aber von innen hört man trotzdem ein leises Ticken. Nö, da geht wohl nichts mit. Eieiei. Oh, die Kämmende. Ich glaube, mit der hatte ich beim ersten Spielen richtig Probleme. Die waren ist nicht so einfach. Weil sie eben halt auch gerne abtaucht und sich gerne in Wänden versteckt. Aber gut. Lief ja nochmal alles glatt. Jetzt zurück zur eigentlichen Situation. Wir haben das Siegel gebrochen und auch direkt mal nachgucken, was da jetzt zugänglich ist. Ob immer noch das Schlaflied da gesungen wird oder ob nun Stille herrscht. Gleich wissen wir es.
Alles ruhig jetzt. Die Puppe ist fort und wir können da rein. Oh. Was zum Geier ist das für ein Raum? Hier hängen hunderte Puppen an den Wänden. Alle aufgespießt. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Aber außer den Puppen gibt es nur diesen kleinen Altar. Auf dem von Kerzen erleuchteten Altar liegt ein handtellergroßer Edelstein. Vielleicht wird er bei irgendeiner Zeremonie verwendet. Da ist etwas Glänzendes über dem Altar. Glockenblumenschlüssel. Na denn. Da wissen wir jetzt ja auch schon, wo der hingehört. Wow, 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 wow. Das Mädel hier will auch fighten. Oh ja, und ich glaube, die war auch richtig mies. Oh ja, das Miese an ihr ist ihre Größe. Die kommt gern so von unten. Boah. Guckt euch die Kleine an mit einem, was weiß ich, Hammer oder Meißel oder irgendwas so. Geht ihr auf uns los und strahlt aber noch richtig freudig und. Oh. Kleine, du bist richtig Psycho, weißt du das? So, dann komm mal her. Nein, 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 nein. Ach komm schon. Ich will nicht mit der Fang spielen. Wann, wo, wo? Komm, wo du verschwindest, gebe ich dir noch eine mit. Und jetzt kommst du irgendwo hinter mir, ne? Ja. Komm, komm, hol aus und BÄM! Und noch was zum Entwickeln. Balk. Da ist was auf dem Boden, wo sich das als Schreinmaid gekleidete Mädchen befand. Ach, das war eine Schreinmaid. Graues Tagebuch. Ob das Aufspießen wehtut? Was wohl mehr schmerzt, wenn der Spieß langsam ins Fleisch eindringt oder wenn er mit einem Mal hindurchgestoßen wird? Sterben sie, wenn der Spieß komplett durchgestoßen ist? Ist es wichtig, ob sie sterben? Ich will eine Priesterin aufspießen. Kleine, du warst wirklich Psycho. Das Singen wird immer lauter. Film in der Kamera, ist klar. Aber auch neue Notizen. Der Schlangenbluterguss.
Jedes Mal, wenn ich vom Haus träume, wird das Schlangentattoo größer. Der Schmerz wird jeden Tag stärker. Wenn es so weitergeht, bedeckt es irgendwann meinen ganzen Körper. Und dann die Träume, das Anwesen. Was bedeuten sie? Wie entkomme ich? Ja, das ist soweit die Kernfrage des Spiels. Wie entkommt man diesem Fluch? Und was hat es überhaupt mit dem auf sich? Das rote Puppenzimmer. Im kleinen Raum mit dem Schlaflied waren rote Puppen an die Wände genagelt. Dort war eines der Mädchen gekleidet als Schreinmaid. Sie wollte mich im Tagtraum pfählen. Wer ist sie? Und was macht sie dort drin? Ich tippe mal auf Puppen aufspießen. So wie es da aussah. So, neuer Tag, neues Glück. Was singst du da? Miku, dieses Lied. Ore, guten Morgen. Dieses Lied? Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gehört habe, aber ich glaube, ich habe es kürzlich in meinen Träumen gehört. Ich habe keine Ahnung, was der Text bedeutet. Könnte es irgendein Dialekt sein? Träume. Miku sang das gleiche Schlaflied wie in dem Haus. Sie sagt, dass sie das Lied in ihrem Traum auch hörte. Hatte sie die gleichen Träume? Wurde sie auch in das Haus gelockt? So wie Yoshino Takigawa und ich? Das Mädchen, meine Assistentin. Das Lied, das sie sang, war das Schlaflied aus dem Anwesen. Hat Miku die gleichen Träume? Sie hat jemanden nahen verloren. Sieht sie ihn oder sie im Traum, so wie ich? Also ist wohl auch Miku irgendwie in diese Sache mitverwickelt. Wovon handeln die Träume? Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich singe das Lied in meinen Träumen. Und beim Singen bekomme ich Heimweh. Als würde ich an jemanden Wichtiges denken. Am Ende des Traumes habe ich solche Angst. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich sehr fürchte. Aber ich glaube, Träume sind wohl einfach so. Dann wird also nicht nur Ray von Albträumen geplagt. Gut, aber jetzt erstmal die Fotos entwickeln. Oh. Wir haben wohl Post. Aber erstmal was anderes gucken. Und ich erinnere mich gerade an noch was anderes. Dem werde ich gleich nachgehen.
Aber wir haben jetzt richtig viel zum Entwickeln hier. So. Ja, ich möchte einen Film entwickeln hier. Sieht aus wie die aufgespießten roten Puppen im Hof mit dem heiligen Baum. Vielleicht ein religiöses Ritual. Eine Mutter und ihre Tochter sind aufgetaucht. Sie tragen Kimonos. Ob sie auch mal verschwunden sind? Falls ja, muss es lange her sein. Die Schreinmaid im Raum mit den an die Wand genagelten Puppen. Sie hält einen Spieß in der Hand, genau wie in meiner Vision. Wer oder was könnte sie sein? Ein Bild von einer alt von einem alten Projektor ist aufgetaucht. Okay, alles entwickelt. Und ja, auch wieder viel zu lesen. Die aufgespießten Puppen. Im Haus befindet sich ein Hof mit Gang. Dort steht mit heiligem Seil umwickelter Baum. Um ihn herum waren aufgespießte Strohpuppen. Unzählige Puppen im Schnee. Was könnte diese unheimliche Szene bedeuten? Ich weiß, diese ganzen Notizen sind bisher sehr viel Fragestellung, aber glaubt mir, es macht schon Sinn, dass wir da alles lesen. Weil wenn ich nur das, ja, am Ende lese, wo dann die ganzen Aufklärungen und so weiter kommen, dann könnte man sich hier und da schon fragen, habe ich was verpasst? Und so nehmen wir halt doch alles mit. Von daher ist es sicher nicht verkehrt. Die Mädchen aus meinem Tagtraum im verlassenen Haus, das ich bei dem Auftrag besuchte. Im Haus des Traums waren sie im Raum mit den an die Wand genagelten roten Puppen. Wer oder was sind sie wohl? Wenn das Haus, das ich an dem Tag sah, das aus dem Traum ist und Miko davon erzählte, bedeutet es, dass sie dort eine Art Zeremonie durchführten? Leute aufspießten? Und der Projektor. Der alte Projektor war in dem Haus aus meinem Traum. Die Bilder zeigten Mädchen, gekleidet als Schreinmaiden. Jemand ist dort gewesen und hat aufgenommen, was im Haus geschieht. Und wieder stellt sich deine Frage, wer hat da aufgenommen? Ja, und glaubt mir, all diese Fragen werden im Spiel wirklich noch beantwortet. Das Spiel ist überladen mit Story. Finde ich irgendwie. Aber das macht's auch irgendwie wieder cool. Ne? Unter dem Gepäck ist eine alte Filmrolle. Ich habe sie zuvor noch nie gesehen. Ist sie von You? Film unbekannt. Ich sehe mir das Label an, doch es steht nichts drauf. Vielleicht kann ich die Rolle abspielen auf dem Projektor. In deinen Träumen. Genau daran habe ich mich gerade noch erinnert. An diese kleine Filmrolle da. Wieso liegt eine Film. Ich habe gerade hab gedacht, das hat geklopft, dabei klacken hier ihre Schuhe. So, ein Umschlag liegt im Briefkasten. Oder lag im Briefkasten. Brief von K3. Lieber Yu, ich sende dir ein Band mit einer Aussage über die urbane Legende.
Ich weiß, du wirst gut darauf aufpassen. Ich habe noch mehr Bänder gefunden. Sie wurden aber von einem Grammophon überspielt, sind also ziemlich alt und beschädigt. Ich versuche gerade, sie wiederherzustellen. Ich schicke sie dir, wenn ich fertig bin. Zuletzt habe ich mich nur mit Volkskunde, Legenden, Märchen und Volksglauben befasst. Das war doch genau dein und Mafuyus Gebiet. Ein interessantes Feld, aber ich möchte nicht zu tief einsteigen. Wie geht es Mafuyus Schwester? Ihr Name war Miku, glaube ich. Ich forsche überall, aber bis jetzt habe ich nicht herausgefunden, wo sich Yunsei Takamine aufhält. Wurde auch er fortgegeistert? Wenn du etwas weißt, sag es mir. Miu geht es nicht gut. Also brachte ich sie ins Krankenhaus. Sie wacht nur alle 2 Tage für einige Stunden auf. Ich muss mich mit meinen Nachforschungen beeilen. Viele Grüße, Kei Amakura. Es befindet sich das Foto eines Mädchens im Umschlag. Foto von Mio. Ist das Mädchen Miu Amakura? Und natürlich die Kassette. Mafuyu Hinazaki. Und wir haben wieder Nacht. Mafuyu Hinazaki. In Keis Brief stand der Name von Mikus Bruder, Mafuyu. Er war ein Freund von Kei und Yu. Er verschwand auf der Suche nach dem Schriftsteller Yunsei Takamine. Man sagt, er wurde fortgegeistert. Miku hatte jemanden verloren und ich dachte, er starb. Sie sprach nie über ihren Bruder. Das Foto, sehnt sich Miku nach dem verlorenen Bruder? Mafuyu, Mio. Alles so kleine Side-Stories, die auch ein bisschen auf vorherige Project Zero-Teile anspielen. Ich sag noch nichts dazu, denn das Spiel wird das, glaube ich, noch selbst näher erläutern. Ja, Leute, an der Stelle machen wir dann mal Schluss. Oder warte mal, eine Kleinigkeit können wir noch gar machen. Eine Kleinigkeit geht noch schnell. Mal kurz wieder zu Miko gucken. Ray, was ist los? Miko, dieser Mann auf dem Foto, auf deinem Schreibtisch. Das ist mein älterer Bruder. Er wird schon seit langem vermisst. Das wusste ich nicht. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich habe mich nur gefragt. Oh, kann ich mit dir reden? Ich kann dir heute keine Fotos geben. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir jetzt noch schnell, ob bei You noch irgendwelche Notizen im Regal liegen. Wobei, wir machen jetzt einfach mal hier Schluss. Beim nächsten Mal weiter hier. Bis dann.